Okay, du hast die Mädchen eingesperrt und dann bist du in die Küche gegangen. Woher hattest du den Schlüssel für die Zelle? Ich weiß es nicht. Hat jemand ihn dir gegeben? Ich weiß es nicht. Hast du... Ich erinnere mich nicht. Gut, gut, schon gut. Reg dich nicht auf. Ich gehe jetzt, okay? Wir machen Pause. Tja, wohin gehen wir jetzt, ist die Frage. Denn im Prinzip haben wir jetzt nichts Neues erfahren. Ich frage mich bloß, wie Cliff es geschafft hat, die Laura da runterzuholen von da oben. Weil, ja, die war eigentlich... Ja, wie ist die da runtergekommen wieder? Das verstehe ich nicht. Vielleicht können wir mal mit dem Doc reden. Vielleicht hat der eine Idee. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Hey, Doc. Dr. Young, bitte. Nee, war zu erwarten. Bis später. Gut, ansonsten ist ja auch nichts in der Zelle. Dann, ja. Ich habe keine Ahnung so richtig. Vielleicht können wir irgendwas davon hier mal in Zelle 2 vorspielen, denn das scheint ja jetzt das Hauptgeschehen so ein bisschen zu sein. Der Streit zwischen den beiden Weibern und dann Cliffs Intervention sozusagen. Der 9.11. Abend. Teil 3 vielleicht? Jetzt packe ich meine Sachen. Okay, das nicht. Dann Teil 2. Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Auch nicht. Dann Teil 1. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Tja, gut, dann hier nicht. Vielleicht können wir dann jetzt wieder zu Ray gehen und mal den Handlungsstrang zwischen Cliff und Ray weiterverfolgen. Mit dem jetzt packe ich meine Sachen. Schauen wir mal. Jetzt packe ich meine Sachen. Okay, dann nicht. Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Gut, das bringt's alles nicht so richtig, aber vielleicht, wenn wir ihm vorspielen, was zwischen den Weibern abgegangen ist? Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Mist. Oder wieder zu Victoria, das könnte natürlich auch sein. Na, du sollst ja reingehen, so. Mich würde ja aber immer noch interessieren, was das für eine Blutlache vor Lauras Zimmer war. Nehmen wir mal das. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Nicht. Vielleicht die Zelle? Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Das bringt's irgendwie alles nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Jetzt packe ich meine Sachen. Das ist schön. Ich habe keine Anhaltspunkte so richtig gerade, was wir machen könnten. Hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, muss ich zugeben. Das lief jetzt eigentlich ziemlich geschmiert, fand ich. Vielleicht können wir auch nochmal Cliff mit seinem eigenen Grad konfrontieren und er erzählt noch ein bisschen weiter. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt packe ich meine Sachen. Nicht. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Auch nicht. Schade. Wer jetzt natürlich gar nicht mehr so richtig reinpasst, ist Jonathan. Der hat sich ja eigentlich, der ist total abgekapselt, finde ich, hier in Zelle 1. Der macht ja sein eigenes Ding so ein bisschen. Der ist irgendwie so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Aber vielleicht hat er die Schüsse ja auch gehört. Vielleicht kann man da ein bisschen ansetzen. Es fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Mal sehen. Haha, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Es ist dunkel. Am Strand fallen Schüsse. Mädchen schreien. Wo bist du? Ich bin jetzt draußen. In einem Wald. Irgendjemand ist hinter mir. Ach du Kacke. Ja, bleibt einem ja nichts anderes übrig, als einfach weiterzugehen hier im Wald, ne? Gut, dann kommen wir drüben lang. Nee, irgendwie nicht so richtig, hä? Doch, hier unten. Ach. Ja, und wir gehen zu der Baracke, das dachte ich mir jetzt schon fast. Da ist der Eingang, versperrt von einer Steinplatte. Ich muss das Ding irgendwie aufbekommen. Hm.
Ist bestimmt zu schwer. Der ist zu schwer. Ich müsste ihn irgendwie weghebeln. Das war zu erwarten und das dachte ich mir schon fast, dass wir irgendeinen Hebel brauchen. Kann man ja wieder zurück? Ja, sehr gut. Schauen wir mal, ob wir irgendwas hier in der Umgebung haben. Vielleicht hier vorne irgendwo? Nö, hier vielleicht. Auch nicht, wie es aussieht. Gut, noch ein Stück weiter zurück. Haben wir hier was? Ich will mal auf den Hotspot verzichten, weil das immer wie so ein bisschen Betrug für mich vorkommt. Aber hier können wir noch lang. Sehr gut, dann gehen wir hier auch mal lang. Da, da liegt etwas. Eine Rolle Stacheldraht. Okay. Was willst du denn jetzt damit? Ach, die Stange. Das Zeug ist messerscharf. Ich kann's nicht anfassen. Jetzt jammer mal nicht so rum. Das kannst du doch hier einfach mal verschmerzen, oder? Also das ist doch... Du willst weg von hier, dann musst du halt auch mal ein bisschen bluten dafür. Okay, dann brauchen wir jetzt noch irgendwas wie einen... Ja, einen Handschuh reicht ja eigentlich gar nicht. Was? Wie will der denn da das... Hier war ja auch ansonsten gar nichts weiter. Moment, nochmal drauf hier. Haben wir sonst noch was? Jetzt benutze ich doch mal. Nö, hier ist sonst nichts. Und hier liegt ansonsten auch nichts mehr herum. Können wir die Waffe irgendwie benutzen, um damit mit dem Griff das runterzuziehen? So wird das nicht. Nee. Hm. Wir können auch bloß auf Nehmen drücken. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Ich benutze das Ding jetzt doch mal, weil das ja riesig ist. Ja, aber hier gibt es wirklich bloß die Auswahlmöglichkeiten, uns zu bewegen. Und hier kommen wir nicht weiter zurück. Ach doch, hier ist noch... Ach, das hätte ich nie gefunden. Muss ich mal zugeben. Höchstens durch Zufall. Und da haben wir ein paar Arbeitshandschuhe. Das ist ja äußerst praktisch. Gut. Dass die aber auch zufällig hier herumliegen, das ist ja mal wieder so ein Zufall. Komm, geh mal schneller. Der läuft auch ganz komisch. Ist auch ein bisschen deformiert, finde ich. Der scheint sich jahrelang nicht bewegt zu haben, so wie er aussieht. Mit den Handschuhen könnte es gehen. Sehr schön, sehr schön. Und die Stange können wir jetzt benutzen, um den Stein hinfort zu hebeln. Dann geh nochmal. Na, wirst du wohl... Hallo? Da. So, Stange... Na, Stange verwenden, großer Stein. Verdammt. Was ist denn das? Ein großer Stein. Und eine Stange. Ich muss erst sehen, woher die Schreie kommen. Ach. Das klingt doch nach einem Vogel, Mensch. Also wieder zurück. Vielleicht am Strand? Oh ja. Nein. Was ist los, mein Junge? Ein Reh. Ach. In der Stacheldrahtrolle hat sich ein Reh verfangen. Kannst du es befreien? Nein. Nein, unmöglich. Ist es schwer verletzt? Es wird Stunden dauern, bis das hier verendet. Was tust du jetzt? Gnadenschuss. Es gibt nur eins, was ich tun kann. Nein, das kann ich nicht. Doch, du kannst es, du musst es tun. Erstmal das Reh anschauen. Oh, oh, mein kleines Bambi. Na komm. Oh nein. Es geht nicht anders. Armes Tierchen. Hm. Uah, armes Tier. Aber voll gegen die Kamera geklatscht hier. Das ist ja abartig. Ich hab's getan. So. Da habe ich auch mal ein Herz für virtuelle Tiere, muss ich mal zugeben. Bloß weg hier. Da. Da ist jemand. Wer? Wer ist da? Ray. Das war Ray. Gut, dann gehen wir jetzt in Zelle 3, denn das war definitiv Ray gewesen, der ihm da hinterher gerannt ist. So, Zelle 3 haben wir hier von. Hey Ray, du hängst da wie immer. Ach, dieses Menü, das macht mich fertig.
So, Zelle 1, 9.11. Abend, ja genau. Und der letzte Teil. Gott, bloß weg hier. Da ist jemand. Wer? Wer ist da? Mal sehen. Gut, das funktioniert. Dann sag mal. Ich habe dir eben eine Aufnahme vorgespielt, die im Wald stattfand. Dort warst du auch, nicht wahr? Ja. Erinnere dich zurück. Was geschah vorher? Wo warst du? In einem Keller, glaube ich. Ah, der Keller. Ich bin in einem Keller. Da ist eine Stahltür. Da oben sind alle verrückt geworden. Ich muss versuchen, Hilfe zu holen. Ich höre irgendein Rauschen. Klingt, als käme es von Wasserrohren. Rauschen von Wasserrohren. Das ist aber schön, dass wir jetzt wirklich mal in den Keller kommen, denn den wollte ich ja schon lange mal sehen. Können wir den einpacken? Sieht schwer aus, das Ding. Weit kann ich den nicht tragen. Egal. Hat er den jetzt? Ach, er hat den tatsächlich genommen. Ach, gut. Gleich instinktiv das Richtige getan. Das ist schön. Gut, dann haben wir jetzt das verrostete Ventil hier aufgekriegt. Okay, ein bisschen drehen lässt sich das Rad jetzt. Aber ich muss noch das Codeschloss aufbekommen. Das Codeschloss. Ja, dafür hast du ja oben dann den Zettel. Den haben wir ja schon mal geklaut von Cliff. Aber das ist jetzt gerade... Achso, hier ist ein Zettel. Oder, ach nein, hier ist ein Codeschloss. Ein Codeschloss. Ich muss diese Tür aufbekommen. Du weißt, was hinter der Tür ist. Ich muss Hilfe holen. Ich muss da rein. Wenn ich mich recht entsinne, hat er irgendwas gesagt von 1,5 irgendwas, irgendwann mal ganz am Anfang. Ja, ich drück mal irgendwas, ne? So, und wie bestätigt man? Hallo? Ach egal, war halt falsch. Gut, dann müssen wir erstmal hochgehen und mal schauen, ob wir da irgendwann den Zettel finden können, wo das draufsteht. Nein, ich muss versuchen, diese Tür aufzubekommen. Ja, aber ohne Code geht das schlecht, oder? Hier ist aber auch nichts weiter. Haben wir hier noch was in der Ecke? Nö. Hier wirst du auch nicht hochgehen wollen, ne? Nein, ich muss versuchen, diese Tür aufzubekommen. Das war zu erwarten. Hier haben wir noch einen Lichtschalter. Benutzen wir den mal. Vielleicht haben wir irgendwo irgendwas Lumineszierendes hier an der Wand. Irgendeinen Code. Und wenn wir es wieder ausmachen... Nee, sieht nicht so aus. Oh, hier steht was dran, oder? Oha, hier blinkt es gerade. Oder hier hat es gerade gebrutzelt. Es flackert. Sieht aus, als ob der Stromkreis gestört wäre. Okay, wir sehen, welche Zahlen abgenutzt sind. 1, 5, 3, 7. Bip, bip. 1, 5, 7, 3. Okay, wir können es nicht benutzen, solange hier der Stromkreis gestört ist, aber wir können uns ja die Zahlen merken. Machen wir wieder aus und versuchen das Ganze nochmal. 1, 5, 3, 7. Haha! Ich glaube, jetzt hab ich's. So, schauen wir mal. Dass ich mir das ernsthaft gemerkt habe mit dem 1, 5. Der Weg ist frei. Ich öffne jetzt die Tür. Und? Wohin führt sie? Verdammt, ich erinnere mich nicht. Sieht aus wie ein Funkraum. Sprich weiter. Was passierte dann? Was hast du getan in dem Raum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Du bist nah dran, da bin ich sicher. Ein Funkraum war das, sagst du. Ich habe eine Idee. Warte kurz, ich muss ein paar Nachforschungen anstellen. Das ist schön, dass du eine Idee hast, Dave. Ich habe keine. Was ist nur für Nachforschungen? Ach so, vielleicht das Funksignal. Ob es ein Funksignal gab? Wir könnten mal den Joe anrufen. Lieber nicht hier drin. Ach. Jeder könnte mithören. Du gehst mir auf den Keks mit deinem lieber nicht hier drin. Oder vielleicht weiß hier der Doc was. Ich glaub's nicht. Der ist sowieso nutzlos, aber man weiß ja nie. Hey, Doc. Dr. Young, bitte. Ach nix, ich wollte nur bis stören. Bis später. So. Gut, dann gehen wir mal wieder in den Regen raus.
und telefonieren von dort aus.